willkommen zurück zu einer neuen elektrifizierenden Folge. The Amazing Spider-Man 2. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Alle hier sind verloren. Fühl dich glücklich, dass du auf der anderen Seite stehst. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Max Dillon, Elektro, wir müssen ihn besiegen. Ich habe genug Energie, um mich zu Asche zu verbrennen. Keinen kümmert es, aber ich bringe sie dazu. Nun, Elektro, mein Freund, ich spüre hier gewisse Spannung. Verschwinde, Spinne, bevor du zerquetscht wirst! Erstmal muss ich hier die Drohnen wegholen. Alter, machen die einen fiesen Schaden, die Drohnen. Warte, hier ist noch eine weitere. Es sind zwei Stück. Mindestens zwei Stück. Wo ist die Drohne? Ich durch das Energiefeld. Den Strom dafür scheint er aus Generatoren zu ziehen. Max, einmal bitte die Schnauze halten. Dankeschön. So, wir machen uns hier mal wieder frisch. Ein bisschen Heilung muss sein. Ich kann keine Zeit mit dir verschwenden, Vincent. Alles klar, hier drüben. Spule Nummer 2. Mr. Dillon. Jetzt machst du mich wirklich. Das ist deine letzte Chance. Verschwinde. Na, hier ist schon wieder eine Drohne. Die Drohnen sind halt richtig assi. Du machst dich selbst zum Narren, Spider-Man. Aber bitte, lass dich von mir nicht aufhalten. Wenn ich die Generatoren nicht ausschalte, komme ich nicht mal in die Nähe des Times Square. Go, Spider-Man, go! Wo ist die Drohne? Totales Chaos hier. Total chaotisch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Drohne ist down, aber hier ist noch eine. Wo ist die andere Drohne? Ja, du hättest wegkommen sollen, als du noch kommst. Wirst du sterben. Komm schon! Alter, komm! Boah, sind die Drohnen mies. Och nein, hier drüben kommt noch eine. Das gibt's doch nicht. Ich muss mich heilen. Mich kriegst du nicht, Spider-Man. Wenn du vernünftig bist, gehst du um dein Leben. Okay, Beeilung. Bevor die nächste Drohne kommt. Verschwinde, Spinne, bevor du zerquetscht wirst. Jetzt sei mal hier nicht so eine Drama-Queen, ja? Niemand wird Spider-Man zerquetschen. Renn, 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 renn. Nice und drauf. Nein! Ich lass mich zu, dass du mich im Dunkeln stirbst. Nie wieder! So viel zum Kraftfeld. Jetzt kann ich darüber. Ich kenne diesen Typen. Was ist nur mit ihm passiert? Ich hab dich gewarnt, wegzubleiben. Jetzt ist es zu spät. Tja, ich würde mal behaupten, Elektro ist ziemlich angepisst. Finde die Gefahr. Wo ist die Gefahr? Wo ist die Gefahr? Hier drüben. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Max Dillon? Du erinnerst dich nicht einmal. Du hast gesagt, ich wäre deine Augen und Ohren. Sagtest, wir wären Partner. Jetzt erinnere ich mich. Das habe ich gesagt und so gemeint. Lügner, du bist gegangen. Hast mich da zurückgelassen. Zugelassen, dass sie mir wehtun. Ganz alleine im Dunkeln. Max, ich weiß nicht, was mit dir passiert ist. Ich sehe, dass du leidest, aber ich kann dir nicht helfen, wenn du mich nicht lässt. Wow, wow, wow. Ich habe mein ganzes Leben in Dunkelheit verbracht und keinen hat es gekümmert. Jetzt werdet ihr alle erleben, wie das ist. Oh, Max, im Film war es ganz anders. Im Film war er doch in diesem Becken mit den Zitteraalen, ne? Da hat er doch diesen Unfall, als er irgend so ein Kabel oder sowas repariert hat. Habe ich ihm Schaden gemacht? Schlechte Menschen gibt es überall, Max. Was sie dir angetan haben, tut mir leid. Wow. Aber das gibt dir nicht das Recht, so zu werden wie sie. Spider-Man steht unter Strom. Komm schon, Dillon.
Der Schlag hat meine Netzdüsen getroffen. Ah, die gehen doch noch. Und jetzt ran hier. Zuerst hast du mir irgendwie leid getan. Jetzt nicht mehr so sehr. Oh, shit, 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 shit. Abstand gewinnen und wieder zuspitten. Alter! Der Fight gegen Elektro ist richtig geil in Szene gesetzt. An sich ist Spider-Man schon ein geiles Spiel. Und wieder weg mit uns und wieder direkt losspitten. Also ja, schon wieder eine Weile her, wo ich den Film gesehen habe. The Amazing Spider-Man 2. Aber er ist in dieses Becken gefallen mit den Zitteraalen. Und wurde dann eben zu Elektro. Ach komm schon, Spider-Man, was machst du denn hier für einen Blödsinn? Das ist alles deine Schuld! Ist nicht meine Schuld. Echt jetzt? Kann ich auch nichts dafür. Du bist inkompetent, ja? Max. Dein Boss war ein Arschloch, daran kann ich mich auch noch erinnern. Mal im Ernst, wie spielst du Videospiele? Dir muss doch dauernd das System abstürzen. Oh oh, oh oh, oh, wow. Wow. Mr. Dillon? Oh shit! Da gibt's ein paar in die Schnauze. Go, Spider-Man, go! Was dir passiert ist, hat sich auf deinen Verstand ausgewirkt. Aber es gibt Menschen, die dir helfen können. Orte, wo du hingehen kannst. Nein, das haben die Ärzte auch gesagt. Und sie haben mir alle nur wehgetan. Nie wieder. Ich wollte nur, dass die Menschen mich bemerken. Jetzt tun sie es. Ich lasse die Nacht leuchten, wenn sie sich im Schatten zusammenkauern. Du hast ernsthafte Probleme mit deiner Selbstachtung. Weißt du das? Ganz schöner Nerd, ha? Huh? Ganz schöner Nerd. Wow, 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 wow! Was für ein Funkengewitter! Komm schon, Alter! Hier muss doch irgendwann mal der Saft ausgehen. Er holt sich neue Energie. Das ist gar nicht gut. Gehst du weg hier? Das lasse ich nicht zu. Du wirst mich nicht nochmal in Ravencroft einsperren. Ah, vielleicht doch. Max, ich habe gerade rausgefunden, was sie da tun. Kämpf nicht gegen mich. Sag der Polizei, was sie vorhaben. Wir können sie besiegen. Maxi, wir können Freunde werden. Deine Fähigkeiten, meine Fähigkeiten, Mann, wären wir ein geiles Team. Denk doch mal darüber nach. Du, ich, du. Oh, ich würde lieber sterben, als zurückzugehen. Oi, 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 oi. Ich habe keine Energie. Meine Düsen sind lahmgelegt. Komm schon, komm schon, komm schon. Alter Spider-Man, mach ihn doch nicht endlich fertig. Oh, er macht sogar noch eine Runde. Max Dillon, du bist wirklich wahnsinnig anstrengend. Ich lasse nicht zu, dass du mich dorthin zurückbringst. Alter! Ich muss wohl eine Netze klarkommen. Das war knapp, aber jetzt kriege ich ihn. Ein epischer Fight. Jetzt ist er wütend. Jetzt ist er scheiße wütend. Come on. Boah, ich liebe das Kostüm von Spider-Man. Passt irgendwie perfekt zum Kampf.
Kerl muss einem einfach leid tun. Er war ein Opfer. Wenn es stimmt, was er über Ravencroft gesagt hat, muss ich den Laden dicht machen. Oscorp ist einer ihrer Geldgeber. Vielleicht kann Harry helfen. Ja. Yeah. Mr. Osborne, Sie hatten recht. Fisk kauft Oscorp-Aktien für eine feindliche Übernahme. Aber solange Sie hier sind, können wir das sicher verhindern. Ja. Yeah. Solange ich hier bin. Ich habe sie, Sir. Richard Parkers Spinnengift. Aber bei jedem Einsatz gab es schlimme Nebenwirkungen. Schlimmer als der Tod? Das Risiko gehe ich ein. Und jetzt raus! Dr. Kafka, soll das etwa so passieren? Nein, ich schalte es ab. Achtung, alle Officer der Taskforce! Aufgrund der erhöhten Gefahr durch den maskierten Namen Spider-Man haben wir die Freigabe, zu Phase 3 der Unterdrückungsinitiative überzugehen. Es wird keine Phase 4 geben. Jetzt endet es. Alle Einheiten, Achtung! Abtrünnige Taskforce-Elemente installieren unbekannte, möglicherweise gefährliche Geräte in bevölkerten Gebieten. Mit äußerster Vorsicht vorgehen. Wenn ich die Bomben nicht sofort finde, werden eine Menge Leute sterben. Verdächtiges Gerät in Midtown East. Alle Einheiten, Gebiet evakuieren. Okay, ich habe Elektro aus dem Weg gezogen und schon habe ich zwei neue Probleme. Einmal haben wir eben gerade Carnage gesehen, infiziert mit dem Symbionten. Und Harry Osborn wurde der grüne Kobold. Tja, die Lage spitzt sich zu, meine Freunde. Die Lage spitzt sich immer mehr zu. Okay, wir müssen erstmal hier uns um die Bomben kümmern. Spider-Man ist ein Held, verdammt. Ihr solltet alle Spider-Man feiern. Aber stattdessen verflucht ihr mich. Ich glaube, ich hatte genug. Au, boah. Ziemlich blöde Zeit für kaputte Netzdüsen. Das tut weh. Das tut richtig weh. Okay, hier drüben ist eine Bombe. Holen wir uns die Bombe erstmal. Oh, hier drüben ist noch ein Versteck von den Russen. Das bedeutet, einen Anzug können wir uns noch holen. Wer will mich ärgern? Ach, die ist ganz da oben. Ganz da oben ist das. Dann sprinten wir mal los. Ned, der grüne Kobold, Endstation. Wirft seine Bomben. Ich kann die normale Taskforce nicht von den Abtrünnigen unterscheiden. Aber da sie mich alle jagen, ist das eigentlich auch egal. Alles klar, wir haben das Baby. Das gehört auf den Grund des Flusses. So, wir müssen hier lang. Spider-Man. Wir haben keine Zeit, wir müssen uns beeilen. Wir müssen tief fliegen. Und jetzt mit Turbo. Schön mit Turbo einmal hier durchziehen. Okay, wir haben es beinahe geschafft. Hier drüben hin und ein bisschen zu weit. Wir machen es dramatisch. Gerade noch geschafft. Raus die Mutti. Heldenpose und... Booyah! Ein Anrufer hat ein verdächtiges Paket gemeldet. Evakuierungsprotokoll befolgen. Der Bombenräumdienst wurde benachrichtigt. Also noch ein Paket. Oh oh. Gerade konnte ich so ein bisschen meine Bedrohungsstufe senken. Und... die werden wir direkt hier wieder verschlechtern, denn... wir haben jetzt diese ganzen Missionen hier getriggert. Die wir aber nicht annehmen. Ne? Alter! Was ist das? Wer ballert hier so gefährlich rum? Egal, wir müssen zur nächsten Bombe. Hey, ich versuche hier eure Bomben aufzuhalten. Okay, sehe ich das richtig? Die Jungs stellen sich freiwillig neben eine Bombe, ja? Ich glaube, du hast da was im Gesicht. Oh, ich muss sie besiegen.
Oh oh. Und einen Scharfschützen haben die auch noch. Was ist denn in meinem Job? Punks wie dich zu verprügeln. Du nimmst das alles nicht ernst. Oder bist du wirklich so lahm? Okay, schnell, schnell, schnell. Du bist nur ein Dürrer. Rüstung ist down. Jetzt schnell den Boys auf die Fresse geben. Das wird wehtun. So richtig. Mag sein, aber ich schnapp jetzt die Bombe hier. Keine Mätzchen mehr. Och nein, der muss auch noch weg. Habe ich ihn erledigt? Komm zu Spidey. Yep, ich habe ihn erledigt. Da könnte ich glatt Geld mit verdienen. So, kann ich die Bombe bitte nehmen? Dankeschön. Wenig Zeit, wohin? Ich muss schnell zum Fluss. Okay, gar nicht mal so weit weg. Jetzt aber hier mit Turbo und Schmackes. Oh, verflucht! So viele Rohre im Weg. Alles klar, durch die Büsche. Durch die Büsche, Spider-Man, und abgeliefert. Gerade noch geschafft. Ich brauche den Bombenräumdienst zum Untersuchen eines angeblichen Sprengsatzes. Evakuierung läuft. Okay, Nummer 3. Dann sind wir durch. Bingo! Bingo! Ich habe einen Comic gefunden. Ich bin ultra cool und ultra erwachsen. Oh, da drüben wäre das russische Versteck. Mit einem neuen, coolen Anzug. Doch ich habe keine Zeit. Spider-Man muss die Bombe finden und entschärfen. Mega krasser Song. Okay, wo ist die Bombe hier drüben? Was haben die denn für merkwürdige Knarren? Anti-Netzkanonen. Absolut derbe. Können wir uns wohl darauf einigen, dass die Taskforce eine blöde Idee war? Ja, war eine blöde Idee. Spider-Man, ich bin komplett und ganz bei dir. Du wirst weniger nervös sein, wenn du dir mich nackt vorstellst. Boom! Um ehrlich zu sein, tu das nicht. Okay, der eine hat noch eine Rüstung. Au. Au. Der eine ist einfach umgefallen. Trotz Rüstung. Oh, so. Mit dem Millionennetz werden alle gleich viel umgänglicher. Ich muss sagen, ihr seid ganz schön ausgeschlafen, Jungs. Stufe 3, hä? Huh? Das hat Spaß gemacht. Wollen wir nochmal? Und los geht's. Gehen wir schwimmen. Gehen wir schwimmen, Baby. Och nee, in die andere Richtung. Ah, verdammt. Jetzt wird's aber knapp. Worauf zum Teufel habe ich denn da gezielt? Ich habe keine Ahnung. Aber ziel bitte hier drüben hin. Danke. Gerade noch geschafft. Und tschüss. Niemand legt Bomben in meiner Stadt. Niemand. Okay, wir haben die Scheiße wieder unter Kontrolle. Zum Ostkorb-Gebäude. Perimeter sichern und Evakuierung unterstützen. Uns wurden bewaffnete und gefährliche Feinde auf dem Gelände gemeldet. Nicht schon wieder. Ich muss schnell hin. Ja, wer wird denn da wohl sein, ha? Huh? Wer wird denn da wohl sein? Richtig. Unser bester Freund Harry. Okay, warte mal. Hier drüben ist Verbrechen, ja? Vielleicht komme ich ja noch hin und kann ein bisschen meinen Ruf aufpolieren. Also, wo sind die Kriminellen? Hier drüben. Spider-Man hier drüben. Wir haben Meldung erhalten, dass Verdächtige versuchen, in ein Gebäude einzubrechen. Na, böse Jungs. Eine kleine Justierung. Ich hab schon gegen Härtere als dich gekämpft. Das will ich sehen. Einer, zwei, drei. Komm schon, Nummer vier. Nummer vier. Ganz ehrlich, er steht nochmal auf. Das ist echt besser als dein altes Outfit. Komm schon, gib's zu. Du bist ein wenig beeindruckt. Beeindruckt? Von wem? Von dir? Fühlt sich immer gut an, den Müll rauszubringen. Die Freude der Anwohner beweist wieder einmal, warum sie ihn die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft nennen. Na, von wegen, die buhen mich aus und hassen mich.
So, wir sind jetzt offiziell bei Bedrohungsstufe 1. Hier drüben ist ja schon wieder eine Bande. Wie kann das sein? Die vermehren sich wie die Ratten, oder? Also Kriminalität hier in der Stadt ist wirklich extrem. Jetzt verstehe ich auch, warum die sagen, kleine Verbrechen. Weil im Vergleich ist das wirklich klein. Ich meine, es sind ein paar Dudes mit Messern und einem Arsch voll Bargeld. Gegen Elektro, Carnage Killer und Green Goblin natürlich gar nichts. Zack! Zack! Ich muss mich unbedingt heilen. Demnächst. Jetzt hören wir auf mit dem Blödsinn, ja? So. Eigentlich alle, die mich in Bestform sehen, immer nur meine Feinde. Ach, wenn doch alle so umgänglich wären. Fühlt sich immer gut an, den Müll rauszubringen. Wie sich herausstellte, waren viele der von Spider-Man gefangenen Kleinkriminellen wegen schwerwiegender Verbrechen gesucht. In der Stadt hier ist jeder kriminell. Gut. Den nächsten Anzug, den holen wir uns noch definitiv. Es gibt nur noch einen, oder? Und zwar den hier drüben. Wir sind ja schon beinahe am Ende angekommen. So lange geht das Spiel nicht mehr. Vielleicht noch eine Stunde, eineinhalb. Und wie man ja hier schon gemerkt hat, diese ganzen Nebenmissionen, die kommen immer wieder. Also es gibt kein Ende. Eine tolle Art, auf den Allerwertesten zu fallen. Beim ersten Teil gab es noch ein Ende. Also irgendwann waren die Nebenmissionen halt durch, ne? Da war dann Ende. Aber hier kannst du Nebenmissionen machen ohne Ende. Und ich werde schon wieder verfolgt. Unangenehm. Echt unangenehm. Deswegen direkt husch, husch, huss ins angenehme Russenversteck. Adios. Komm schon, Spider-Man. Und Abmarsch. Ich habe das Gefühl, dass sich hier mehr verbirgt. Und jedes Mal, wenn ich hier in so einem Versteck der Russen bin, habe ich dieselbe Frage. Woher? Woher haben die diesen maßgeschneiderten Anzug für Spider-Man? Woher wissen die meine Größe? Meine Statur? Ein Mysterium. So, einer. Alles klar, langsam wird es hier ganz schön unangenehm. Wir springen hier drüben hin. Dann hole ich mir den da. Komm schon, komm schon. Ich habe deine Nasenlöcher aufgemacht, damit du nicht schnarchst. Du musst mir nicht danken. Und damit du nicht verreckst. Oh nein! Die sehen mich, ja? Die sehen mich, die sehen mich, die sehen mich. Wie konnte das so schnell geschehen? Die sehen mich nicht? What? Wie habe ich das denn hinbekommen? Die hat mich nicht gesehen. Ich bin ein echter Künstler, oder? Ich bin ein richtiger Zauberer. Ja, wenn ich jetzt an die Kiste kommen würde, da würde ich mir eine Menge Ärger sparen. Die bösen Jungs verbessern ihre Technologie. Das sollte ich auch tun. Aber ich glaube, wir sollten sie doch besser alle aus dem Weg räumen. Nicht, dass ich am Ende noch gesehen werde. Wir alle kennen mein Glück, oder? Wir alle kennen's. Ja komm, hol ihn dir. Steht da rum, schaut sich erstmal den Kollegen genau an. Dich und genießt die Bewusstlosigkeit. Nein, er hat sich die Waffe genommen. Idiota! Auf ihn! Was ist das? Was ist das? Was ist da los? Dabei, dabei! Ich kann dieses Netz nicht zerschneiden! Nein, das ist nämlich super krass. Super krasses Killernetz. Drei Stück, ne? Drei Dudes. Vielleicht kann ich mir den einen hier drüben holen. Der steht hier. Ich gehe hier hin. Haha!
Einer weniger. Jetzt gehe ich hier drüben hin. Dann gehe ich hier so hin. So, wo ist der letzte? Tat das weh? Moment, mir fällt gerade ein, dass mir das egal ist. Idiot! Tja, mit der Maske kann der gar nichts sehen. Das muss gelernt sein, deswegen bin ich Spider-Man. Und du nur irgendein Loser. Geschafft! Okay, was bekommen wir hier für einen Anzug? Gib mir das edle Stück. Das edle Stück Latex. Sexy. Ja, werden wir natürlich direkt anziehen. Na also, der perfekte Anzug, rot-schwarz, ideal für die Carnage-Killer-Jagd. Eure Meinung zum Anzug natürlich wie immer in die Kommentare. Niemand legt Bomben in meiner Stadt. Niemand. Niemand. So, den... Alle verfügbaren Einheiten zum Oskorp-Gebäude. Perimeter sichern und Evakuierung unterstützen. Uns wurden bewaffnete und... Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Nicht schon wieder. Ich muss schnell hin. Den früher oder später machen Kobold, solche Typen immer einen Fehler. Den jagen wir in der nächsten Folge wie immer. Wir werden nicht vergessen, Kommentar schreiben, beim nächsten Mal wieder einschalten. Danke fürs Zusehen und tschüss.